Hallo und herzlich willkommen bei Quickscope, dem Interviewformat der Demolition League. Und heute haben wir mal keinen Spieler am Start, sondern einen der Community Caster, den Rary Storm. Grüß dich. Moin, moin. Ja, es ist nicht ganz richtig. Ich bin ja Spieler und Caster. Ah, du bist doch Spieler? Ich bin auch Spieler in der 2D. Ah, okay. Das habe ich wieder schlecht informiert von mir. Oh, schlechte Vorbereitung. Stell dich doch mal vor. Ja, moin, ich bin Patrick Barrestorm. Ich treibe mich irgendwie in der deutschen CS-Community seit 2016 oder sowas rum, Carsten 2017, und bin schon viel zu lange in der früheren 99 Damage, jetzt ESL, meist M, unterwegs. Okay, und wie bist du zum Carsten gekommen? Das war, ist sogar gar nicht in Counter-Strike geworden. Das war relativ spontan in Formel 1, weil ich da auch nochmal viel gespielt, aber auch Ligen gespielt habe und mein Lenkrad kaputt gegangen ist. Und dann dachte ich mir, ja komm, für Leute, die jetzt auch krank sind oder nicht da sind, kannst du da mal probieren, einfach mal zu kommentieren. Und wo hat das dann angefangen? Das hat sich dann durch die Spiele gezogen und ist dann mal letztendlich auf Counter-Strike übergegangen. Und das ist doch, also wann das Ganze, was hast du da als erstes, also Formel 1 als erstes gecastet, oder wann war genau, das? Genau, das war irgendwann 2014 oder sowas müsste das gewesen sein, da müsste ich auf meinem YouTube-Kanal gucken, da ist irgendwo noch, das ist das eins der ersten Liga-Rennen und ungefähr so die Zeit war, das müsste so 2014 gewesen sein. Okay, also auch mit YouTube-Kanal, denke ich mal unter dem gleichen Namen? Ja genau, ist auch unter Barrestorm, da waren, ist von meinen Ligenrennen meistens irgendwie Relations mit dabei, aber da geht jetzt auch schon ein halbes Jahr oder sowas, habe ich da noch nichts mehr gemacht, weil die Muse gerade einfach. Okay. Beschreib mal deinen Stil, wie du castest, also worauf legst du viel Wert? Also ich versuche so ein bisschen hervorzuheben, wie man analytisch an die Sachen rennt, was die Teams besser machen müssen, wo die Ziele eventuell in der Runde liegen, wo Fehler sind, und versuche halt einen sehr taktisch-analytischen Ansatz dabei zu liefern. Natürlich auch ein bisschen zu unterhalten, also wer da öfter hört, da ist ja auch ab und zu Uniliga mit dabei gewesen, habe ich auch gerne mal Fun Facts zu den Unis gemacht, zu den Städten, wo die Leute hergekommen sind, oder zu den einzelnen Leuten. Also ich versuche da halt ein relativ breites Spektrum an Entertainment zu liefern. Wenn du jetzt sagst, du hast die Uniliga auch gecastet, was castest du noch so neben Demolition League und Uniliga, oder hast du noch einen anderen Bereich? ESLM habe ich auch noch relativ viel gecastet. Okay, okay. Und wie kam es, also halt, das ist die richtige Frage, wie bist du auf die Demolition League gekommen? Ich habe mich was verdrückt. ich habe tatsächlich mit meinem eigenen Team überlegt, schon in Season 2 rein zu starten. Da hatte ich glaube ich, einen Post im 99 Damage gesehen, wo das aufkam, oder habe auf Twitch irgendeinen Stream gesehen davon. Und das wurde da sehr interessant. Das hat sich leider mit dem Team in Season 2 nicht ergeben, weil sich das Team dann danach aufgelöst hat. Aber Season 4 bin ich ja jetzt auch wieder dabei und als Caster am Start. Und dann hoffentlich auch in der Zukunft weiter am Start. Das ist der Plan. Also wir sind bis jetzt, sind wir als Team sehr, sehr glücklich, und ich caste ja, also der hat bei mir öfter reingeschaut, ich caste halt hauptsächlich mittlerweile Penta 2 Rocks aus 2C, weil ich da wen persönlich kenne und der mich auch immer anfragt und dann gucke, dass ich mir dafür auch immer Zeit nehme. Aber bis jetzt spricht auf jeden Fall nichts dagegen, das auch nach Season 4 noch weiter zu verfolgen. Ist doch bestimmt der gute Xyra von Penta 2 Rocks. Genau der. Ja, der gute Mann. Das ist ein guter Mann. Hast ja, du... Ja, ja? Ja, ich spiele auch tatsächlich mit seinem Bruder im Team. Ah, ja, von seinem Bruder hat er mir auch mal erzählt gehabt. Ah, ja. Okay. Hast du neben dem Carsten und selber noch spielen noch so andere Leidenschaften, die du gerne pflegst? Ja, aber viel zu wenig Zeit dafür und viel zu wenig Geld stellenweise. Aber irgendwo im Background, da hinten stehen Figuren rum, also Modellbau, das habe ich von meinem Vater irgendwie an die Hand bekommen, und seitdem, so seit 2014, 2012, 2016 war, habe ich angefangen, mir Figuren zu kaufen, bastel und mal die halt. Cool. Ja, man sieht den Formel 1-Wagen oben auf dem Schrank. Der gute Ferrari, das ist doch auch noch. Ist das noch ein Michael Schumacher Ferrari? Das ist noch Michael Schumacher, das ist der 2-6er. Das müsste sein letzter gewesen sein, den habe ich auch immer zu Weihnachten.
Meter. Ah. Durfte aber nicht zusammenbauen, weil Papa baut altes Lego. Ja, kenne ich von meiner Familie. Da ist es auch so, die, meine Neffen haben Lego gekriegt, mein Bruder war der, der es zusammengebaut hat. Und die haben immer daneben gesessen, dürfen wir auch mal. Und man merkt so richtig, mein Bruder, nein, das mache ich. Ich kenn's. Hast du so andere Caster-Kollegen oder auch so allgemein im E-Sport so Caster, die dich irgendwie inspirieren? Das relativ wenig tatsächlich, weil ich gucke jetzt auch in letzter Zeit relativ wenig E-Sport, weil mein Herz noch immer gebrochen ist, dass Virtus Pro, dass die alten Golden Five nicht mehr teilnehmen. Aber sonst finde ich natürlich die ikonischen Caster prägen da einen immer noch mit dem Stil, ne? Weil wenn man sich halt die großen Tournaments anguckt und dann halt Hype-Situationen kommen, dann schaffen die es halt super, das Ganze einzufangen, das ganze Feeling, was da eigentlich als sehr trockenes Gameplay passiert, immer sehr gut zu transportieren, und das versuche ich halt auch für mich zu setzen. Bist du eigentlich auch ein Freund von Duelcasts? Ja, aber hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Ich habe auch stellenweise Caster gemanagt und das Ganze organisiert. Und da haben wir auch immer versucht, zwei Leute zusammenzustellen, weil es macht das technische Umsetzen sehr viel einfacher für den Hauptcaster. Und der Co-Caster kann auch immer super unterstützen, mal Effekte mit dabei. Und so kann man sich natürlich auch super ergänzen. Ja, kenne ich. Aber ich denke mal, durch die Demolition League und wenn es auch so viele Community-Caster sind, da finden sich, glaube ich, auch wirklich viele irgendwie mal zusammen. Auch wenn dann halt so Leute so präferierend die Teams irgendwie sich zusammenführen. Ich caste ja selber auch für meine Orga und auch für einen befreundeten Orgas immer mal. Und wenn dann die selber auch noch einen Caster haben, wie jetzt bei Regnum 4 Games, da kommt dann auch mal zustande so mit der Anfrage, ey, wollen wir mal zusammen was machen? Ich glaube, das ist so was ganz Cooles, was sich so ein bisschen dadurch entwickelt. Das auf jeden Fall. Und dann man lernt sich dann auch kennen und dann spielt sich sowas auch ein und dann wird das auch immer besser. Also das ist halt auch so eine Sache, man findet sich bei sowas ganz gerne und dann bleibt man. Ja, richtig, genau. Das ist auch so mein Gedanke. Was fehlt dir denn eigentlich so allgemein als Caster in der deutschen CS-Szene? Also an und für sich ist halt sehr, sehr, sehr viel, nicht Druck ist fast das falsche Wort, aber es ist sehr, sehr viel Aufwand der Caster mit dabei, für stellenweise fast wenig Ertrag, würde ich fast sagen. Aber manche stecken halt sehr, sehr viel auch Geld rein, Zeit rein, Aufwand rein und kriegen dann stellenweise natürlich dann nicht so viel raus. Das ist halt dann einfach so, wenn zum Beispiel 5 Spiele gleichzeitig aus einer Liga gecastet werden und man jetzt ganz grob gesagt, dass das Spiel in der untersten Spielklasse erwischt und dann kriegt man halt die wenigsten Leute ran. Das ist halt leider einfach so. Aber sonst, ja, vielleicht so ein bisschen der Community-Support dahinter, weil Caster machen sehr viel Arbeit und sie kriegen dafür nicht allzu viel zurück als Community-Caster. Jetzt so als ikonische Leute, die herausragen und auch immer dann halt die Viewerzahlen erreichen, das ist natürlich dann wieder ein bisschen anders, aber das ist halt für die kleinen Caster da immer ein harter Weg hin. Ja, das denke ich auch meistens, aber ich muss sagen, der Unterschied ist halt schon, wenn du ESLM castest als Beispiel oder jetzt Demolition League, also in der Demolition League ist es schon so, dass die A, durch die Werbung von der Demolition League und B, aber auch durch die Orgas, die da halt ein bisschen was reinsetzen und mal Werbung machen, da kommen viele, viele Leute von den Communities auch mal mit rein und schreiben auch mal was, weil das ist ja eigentlich genau das, was eigentlich das Schöne daran ist, dass du halt siehst, die Leute schreiben was, sagen vielleicht was auch zum Spiel, du kannst auch darauf reagieren, dieses Spiel mit dem Zuschauer halt machen, ist da mehr gegeben als zum Beispiel bei der ESLM, weil da, ja gut, das sind meistens entweder, sind, wenn du in den unteren Divs sind, sind es halt Fun-Teams so, die halt gar keine so richtige Community dahinter haben, oder mal vielleicht 1-2 Freunde, die dazu gucken, und dann zwar in den höheren Divs auch schon auch Orgas dabei hast, aber es ist anders, die Leute reagieren dann, also die interessiert das gar nicht so richtig, die gucken sich das mal an, aber die wollen gar nicht mitagieren. Das ist in der Demolition League, habe ich das anders empfunden, da wollen die Leute auch mal ein bisschen cheeren für ihr Team oder diese klassischen Fangesänge wie so im Ultra-Block so auf der Art, dann halt auch mal reinposten, wo man auch mal einen Schmunzeln so auf den Lippen kriegt, so, es sind ein paar Leute da, geil. Und halt auch mal so Follow da lassen. Ja. Also, ist schon anders. Ja, also das auf jeden Fall. Also generell die Bereitschaft, wirklich hier Content zu createn, das anzunehmen und sowas, ist hier, glaube ich, schon wirklich ganz, ganz stark. Das gefällt mir auch sehr gut.
Und das habe ich auch in den Casen so erlebt, die ich ja natürlich, die Leute von Penta, die kennen die, wenn sie im Chat sind, mittlerweile so nach dem 5. oder 6. Cast, die ich für das Team mache, kenne ich die, aber dann kommen halt die Leute noch von den Gegnern mit rein, wenn dann halt, und das ist mir am Ende meiner Cast ja immer wichtig, dass wir irgendwo die Viewer hin verteilen. Das ist auch hier ganz cool, dass dann halt wirklich die unterschiedlichen Cars gradet werden, dann halt die Viewer rübergeschoben werden. Das finde ich immer super. Und das, zumindest wenn halt keiner mal, kein Cars mehr, das ist wir eben lassen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Zumindest in meinen Casts. So allgemein jetzt so zurück zur Demolition League mal zu kommen. Wie findest du so die Attraktivität der Spielklassen derzeit, also jetzt zu der jetzigen Saison? Außerhalb meiner eigenen und der ersten habe ich halt nicht gesehen, also zu 3 und 4 kann ich halt relativ wenig sagen. Aber sonst finde ich das gerade in der zweiten bis jetzt in meiner eigenen sehr, sehr gut verteilt von dem Skill-Level, was dann die Spiele natürlich deutlich attraktiver macht. Und auch die Matches, die ich bis jetzt gecastet und gesehen habe, waren halt sehr, sehr spannende Spiele. Ne, ging vielleicht mal eine Map relativ eindeutig, also die zweite war dann sehr, sehr close und das trägt halt auch dazu bei, dass das Ding gerne gesehen wird, dass man da mitfiebert und das potenziert sich halt immer nur immer weiter. Finde ich an sich. Bis jetzt die ersten beiden Spielklassen, finde ich. Das, ja, also ich muss sagen, bisher muss ich auch von den Spielen, die ich gecastet habe, ich war jetzt auch, dass ich auch offizieller Caster bin, mit der Spielklasse 1 und auch in der 4 hatte ich auch. Also jetzt, ich hatte jetzt bis jetzt in jeder Spielklasse gecastet, die waren eigentlich, also ich hatte kein Spiel, was mich. Also wo ich dann zwischendurch gesagt habe, so, es ist zu einseitig. Also es waren dann doch schon immer Spiele, wo du mal gesehen hast, okay, da wird ordentlich gegengesetzt, die fighten auch ordentlich. Das kannte ich auch von der ESM meistens nicht. Da gab es dann entweder Spiele, du fährst halt drüber. Ja. Oder es gibt halt wirklich mal ein spannendes Spiel, aber meistens habe ich dann doch eher Spiele erlebt, wo ein Team dann halt wirklich drüber gefahren ist. Ich glaube, dass das schlimmste Spiel, den man da sehen würde, in der ESM, ESM hatte, waren glaube ich 8. Overtime oder sowas. Das war krass. Das war einfach hart. Also ab irgendeinem Punkt hast du auch keine Stats mehr gemacht, weil es einfach keinen Sinn mehr, weil die Situation einfach fehlt. Ja. Du halt fast 60 Runden auf einer Map spielst. Richtig. Aber das war das Härteste, was ich mitgemacht habe bis jetzt. Ja, bei mir war es dann. Also ich glaube, das erste Spiel, was ich jemals erlebt habe, das war auch eine ESM, da war es dann ziemlich zweimal ein 16-1. Also da hast du halt von Anfang an einfach gesehen, es war die Pistol Round, die der Gegner gewonnen hat und danach ging es dann nur noch Conversion und ab 16 Runden nur noch durchgeklatscht. Und ich dann halt auch schon so ab der gefühlt 15. oder 14. Runde gesagt habe, so, jo, also wir können dann hier schnell mal alle zum Abendessen gehen, weil das wird lange dauern. Und ich glaube, das spannendste Spiel war auch, eins hatte ich glaube ich dann noch 4 oder 5 Overtimes, aber ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das ESM war. Das ist krass. Also in der ESM sind die Unterschiede zwischen den Teams halt riesig groß. Durch diese Swiss Round, dadurch, dass da in der Div 5 dann irgendwie Level 10er 2,5, 2,6er Durchschnitts-Elo ist und dann spielst du halt gegen ein Team, was irgendwie im Durchschnitt irgendwie in der 3, 4 Elo rumhängt. Da weißt du meistens schon, dass das sehr anstrengend wird. Also wir haben das Format einmal komplett umgestellt. Die eine Season, wo ich gespielt habe, haben sie das Format gewechselt. Da war ich sehr überrascht, dass man jetzt sowas hat. Ja. Ich hatte davor relativ viel Division 4 gespielt, bevor sie es einmal umgestellt haben und so relativ 3 und dann kommst du halt zurück und dann gibt's nur noch Division, 6. ist es Kalibrierungsdivision, die ganz, ganz komisch ist. Das war erstmal eine harte Umstellung. Ich bin da nicht so ein Freund von. Ich fand die Ligastrukturen mit einzelnen Unterdivisions fand ich immer toll. Klar hast du da auch harte Skillgefälle gehabt, ja. Einfach weil die dann noch der Damage einfach riesig ist von den Spielerzahlen, die dabei sind. Da erwischst du halt dann ab Division 3 erst, dass das so halbwegs gebalanced ist. Alles darunter kann halt Win sein, kann halt Lose sein, kann aber auch ein spannendes Match werden. Richtig, genau. Und ich fand auch die Ligastrukturen in der ESM damals richtig schön und war auch ein bisschen geschockt, wo es dann so umgestellt wurde. Und dann habe ich ja durch Zufall das die Demolition League entdeckt und durch ein befreundetes Team, die mich dann halt angefragt hatten, die jetzt bei uns selber das Team stellen, bei den Space Dragons. Und da
da habe ich das dann auf immer so, oh, ich sehe Gruppen, ich sehe eine Ligastruktur, ich sehe Aufstiege, Abstiege. Da war ich sofort wieder so, oh geil, das ist wie früher, so auf der Art. Und da, deswegen habe ich mich dann so für das hier sehr interessiert. Ja. Hast du, oder gibt es Sachen für dich, die man in der Demolition League noch verbessern kann für Caster? Also an sich wird ja halt sehr, sehr aktiv versucht, dass halt alles gecastet wird. Also da ist zumindest der Support für die Termine ist auf jeden Fall sehr gegeben. Man hat sehr viel Freiheit, was ich persönlich immer toll finde. Also man kann sich halt die Spiele hier frei picken. Ist halt First Come, First Serve, wenn die halt keinen eigenen Caster stellen. Und dahin finde ich das an sich ja, also nicht ausbaufähig. Das funktioniert genau so. Das hat auch ja dazu geführt, dass wir, glaube ich, die ersten beiden Spielwochen jedes Match fast gecastet haben. Und das ist von, wenn man sieht, wie wenig wirklich Festcaster ihr habt und wie viele Community-Caster sind, ist das natürlich eine richtig geile Sache, wenn halt so eine breite Coverage der Matches ist. Das ist einfach stark. Das hast du halt bis jetzt nirgendwo. Also die Anzahl der Community-Caster ist auch relativ stark gestiegen, muss man echt sagen. Also gegenüber der letzten Saison, da bin ich zwar auch erst spät reingekommen, da habe ich dann auch gemerkt, so, wow, das sind ja richtig viele Leute geworden. So, ich habe auch viele Namen, so, wo ich sage, die habe ich schon mal gehört, aber die hatte ich jetzt noch nie so richtig auf dem Schirm, wo man dann nochmal reingeht und sich die Leute dann anguckt, sich denkt so, läuft ganz gut, sieht gut aus. Da stecken auch, man sieht doch, wie viele Leute da auch so Bock und Leidenschaft reinstecken. Ja. Das macht es halt so, so angenehm. Und ich merke auch selber, wenn ich dann so meine Wochenplanung mal mache und so sage, oh, da habe ich Zeit, guckst du mal in die Matches, dann siehst du auch schon so, ho, ja, da ist schon einiges verteilt. Da musst du doch mal gucken, dass du hier noch irgendwie dran bleibst auf der Art. Aber es ist halt cool, dass die Abdeckung so, so stark ist. Ja, das auf jeden Fall. Also ich versuche halt immer persönlich, dass ich zumindest ein Match die Woche caste, das ist meistens Penta Turox und dann, wenn halt die Zeit da ist, nehme ich mir auch immer gerne noch einen zweiten raus. Ist bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber das ist zumindest so mein Go-To, weil ich gucke auch am Anfang, ich gucke am Montag, was für Matches sind, wann Penta, ich weiß ja zum Beispiel, dass die Jungs jetzt von da am Montag spielen werden, wahrscheinlich. Dann Rest der Woche, wann ich mit meinem Team noch Training mache, wann mein Spieltag ist, baue ich mir halt dann meine Wochenplanung zusammen auf Cast. Wie bist du so zu erreichen, falls andere Teams, die jetzt hier zu gucken, mal sagen, ey, der ist cool, der klingt nett? Discord auf jeden Fall, also da einfach eine DM schreiben, ist dann gar kein Problem. Sonst, ich heiße überall exakt gleich, ob auf Steam, auf Discord oder sämtlichen anderen Game-Plattformen, da findet ihr immer in Barristorm. Einfach da anschreiben, ich reagiere, dann kann man einmal quatschen, dann sollte das soweit klar gehen. Also Jungs, da Social Media Follow da lassen und wenn ihr Bock habt, jemanden zu haben, der euch castet, dann einfach den guten Verystorm anfragen. Und jetzt kommen wir jetzt zur letzten Frage und das ist immer, die Frage finde ich eigentlich ganz schön. Wir kommen mal zum Thema CS2. Denkst du, dass die Casting-Szene sich verändern wird dadurch oder besser gesagt sich revolutionieren wird? Glaube ich tatsächlich gar nicht. Also es wird sich für uns, glaube ich, gar nicht, was wir tun, wie wir es tun. Wir müssen uns eventuell einmal daran gewöhnen, vielleicht ein bisschen, ja, wie ist dann falsch, wenn ich sage, es wird sich nicht ändern, aber zumindest, wie man Callouts gibt oder sowas, das wird sich grob ein bisschen ändern, weil sich halt der Detailgrad der Maps natürlich ändert, aber sonst wird sich für uns persönlich, glaube ich, nicht allzu ändern. Das wird immer noch eine relativ in Anführungszeichen einfache Arbeit sein, weil es läuft halt über Emotionen. Ja. Du machst ein trockenes Spiel, transportierst du die Emotionen zum Zuschauer, fiebern dadurch mit und das wird sich nicht ändern. Denke ich auch. Also ich bin da so zwiegespalten. Es wird einerseits, glaube ich, für uns als Caster am Anfang anders sein, klar, weil dadurch, dass die Map-Änderungen bei manchen Maps sind, außer jetzt Nuke, das ist halt nur aufpoliert. Und dass halt so gewisse Mechaniken wie diese Skyboxen, die dann nicht mehr da sind, Smokes, die jetzt anders reagieren, oder auch Modus, die sich ein bisschen dynamischer ausbreiten, dass das
am Anfang schwieriger wird und man vielleicht jetzt sich nochmal mit dem Spiel mehr befassen muss, dass man sagt, man kann den Leuten was erklären dazu. Weil ich sag mal, viele sind ja jetzt noch nie so, also jeder guckt sich irgendwie die News an dazu und sieht auch die neuen Map-Leaks, jetzt zu Inferno zum Beispiel, die komplett anders aussieht, gefühlt. Also der A-Spot mit Graveyard, da ist halt keine Mauer mehr, da ist bloß so eine Treppe. Also das sind halt Dinge, die jetzt wegfallen an Mechaniken, die jetzt gespielt werden. Ich glaube, das wird für viele so dieser Punkt sein, dass man sich damit befassen muss, dass man auch dann darauf reagieren kann, vielleicht so diese Unterschiede aufbringen kann. Aber so nach dieser Anfangsphase, ja, wird so, wie es bei dir von dir gesagt wurde, das wird halt weiterhin genauso sein, wie wir es jetzt machen. Mit Leidenschaft, Emotionen spielen und den analytischen oder Play-by-Play-Cast halt raushauen. Hast du ja an für sich, generell die Änderung hast du ja an für sich, sobald sich eine Map change oder eine neue Impulse. Ja, also das, da richtig. Ist CS2 ja kein Faktor. Richtig. Na, wo will ich sagen, wenn jetzt so solche Dinge auf Maps jetzt in CSGO sind, sich ändern, also war auch bei mir so, da habe ich mich gar nicht so hart, also ich wusste, was sich geändert hat, aber ich wusste halt so, okay, da wird sich jetzt strategietechnisch nie unbedingt heftig viel ändern. Außer, ich sag mal, Ancient, und ich glaube, das hat auch jeder, wo Ancient geändert wurde, mit den Spawn, also der Spawn von City und auch ein bisschen die Wege oder auch die Kanten weggemacht wurden. Für mich nicht viel verändert. Das Einzige, was ich dann halt jeweils gesagt habe, der City-Spawn ist halt größer und sie starten halt weiter hinten. Die Timings ändern sich. Aber so grundsätzlich hat sich nicht viel für mich da geändert, was sich da irgendwie mit reingebracht hat und was mich dazu angespornt hat, mich noch mehr nochmal damit zu befassen. Ich glaube, das ist in CS2 anders, weil dieser Grundbaustein des Spiels ja da ist, aber die Physik und alles sich so ein bisschen ändert und dass das Spiel dadurch besser wirkt und wieder interessanter, also dieser Weckruf für die Community ist halt da. Man sieht es ja auch in den Spielerzahlen, wie viele jetzt MM heizen, bloß damit sie halt einen Beta-Zugang bekommen. Und eigentlich ist das ja total idiotisch, weil es gibt nie deswegen einen Beta-Zugang. Das ist halt einfach wirklich random, dass du diesen Zugang bekommst. Aber die Leute denken halt alle, oh, ich muss da jetzt rein, ich will das sehen, was da passiert. Ja, ich habe keinen bekommen. Ich auch leider nicht. Also geben, wenn du das hörst, wir wollen bitte gerne beide einen Zugang haben. Wir wollen nicht erst nach der AIM-Kolonne das spielen. Und ich hoffe nicht, dass es in der Zeit von der AIM-Kolonne gibt, weil wenn ich dann in Köln bin, dann kann ich ja nie spielen. Oder ich bin nicht da. Also ich nehme mir die Zeit. Nein, nicht zur AIM-Kolonne. Schade. Ja, Azubi hat nicht so viel Zeit. Das ist richtig. Ja, also wir freuen uns alle. Es wird eine ganz große Community dort sein. Also auch für die Demolition League, so die ganzen Caster, die ganzen Anton als Orga-Leiter, die ganzen Orgas, die dort auftauchen. Also es wird sehr lustig, wird schön, wenn man auf jeden Fall so Leute trifft, so, ey, dich kenne ich doch, dich habe ich schon mal gesehen. Oder dein Name auf dem Rücken, den kenne ich auch. Das wird cool. Wir sind damit am Ende von dem Interview und ich sehe gerade, wir sind bei 23 Minuten. Das ist hier gefühlt das längste Interview, was ich hier bei Quickscope geführt habe. Nehmt als Kompliment. Ja, es war auch sehr schön. Das letzte Wort gehört dir an die Community, wenn du eine Botschaft überbringen willst. Schwierig. Macht einfach genauso weiter. Geht in die Casts, unterstützt die Leute. Und vielleicht, wenn ihr einen Lieblingscaster habt, unterstützt die Caster individuell, dann werden die Casts immer ein Stück besser. Dann wird das ganze Coverage besser. Dann wird das ganze Produkt Demo League dann auch immer laufend besser. Also verbreitet genauso weiter Liebe, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Passt das schon. Genau, das denke ich auch. Lasst Liebe da in den Casts. Lasst Follows da. Subs müsst ihr keine da lassen, außer ihr habt einen Prime-Sub. Dann könnt ihr es natürlich gerne. Der ist kostenfrei. Ansonsten einfach Liebe da lassen. Seid aktiv. Unterstützt die Caster. Unterstützt die Orgas. Unterstützt die Demolition League. Auf jeder Social-Media-Plattform einfach ein Follow da lassen. Und ihr werdet informiert über alles, was es da gibt. Auch über dieses Interview. Das wird dann auch hochgeladen. Ich bedanke mich für das Interview. War super schön. Und wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao. Ciao, ciao.